Hallo Leute, ja, wir sind hier an der Linie zwischen Lüneburg und Königsbrunn, geht das ja jetzt schon hin. Und da hatten wir letztes Mal festgestellt, dass die Züge alle so ziemlich voll sind. Der hat sogar noch bis zur Burg noch 37 Passagiere drin und hier stehen auch tatsächlich 13. Auf jeden Fall waren wir uns sicher, dass hier wahrscheinlich ein Zug mindestens fehlt. Ja, die wollen ja alle jetzt hier weg. Und da sind 63, das ist schon einer zu viel. Das heißt, wir setzen noch einen Zug mehr auf die Strecke hier. Da werden wir mal noch einen zusammenstellen. Lok. Passagiere. Die alle. Und dann setzen wir das auf die Linie und er guckt das Logo und dann gehen wir auf Großbildschirm. So. Jetzt habe ich die falsche. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Bad Zwischenahn, Lüneburg. Ja, das ist, glaube ich, die richtige Linie. Starten wir mal, nur die heißt falsch, ne? Also schnell an einem Zug gucken, der da lang fährt, ob das wirklich so ist. Ja, die heißt so falsch. Also, da gehört ja jetzt noch Bad Zwischenahn, Gütersloh, Lüneburg und dann Königsbrunn wäre da irgendwo noch hinzufügen, ne? Machen wir mal so, dann wissen wir das. Ist zwar am Ende jetzt, aber nicht in der Reihenfolge, wie die fahren, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Hier sind 250 Miese, okay, aber der ist ja na, wohl 16. Ha? Habe ich mich jetzt vertan? Es ist doch nicht so viele da. Aber es ist trotzdem nicht verkehrt hier noch, weil diese lange Strecke ist, da haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube, ne? Hier sitzen 40 drin. Habe ich mich jetzt so vertan, mit der letzten Folge zu gucken, dass da alle voll sind? Ja, aber hier, wie man sieht, der Zug ist ja hier noch recht lange unterwegs, bis er da ist. Und dann kommt der nächste. Wann kommt der nächste? Gute Frage. Die sind gerade alle in einer anderen Richtung unterwegs. Hier steht einer. Vielleicht ist der. Ja, der ist in die richtige. Also der fährt auch noch da. Und dieser jetzt hier ist auch der Strecke, kommt wahrscheinlich aber runter, ne? Ja, der kommt runter. Also das ist. Und das ist wahrscheinlich. Nee, ist doch nicht der. Ah, jetzt sind die natürlich direkt hintereinander. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut so. Das wird auch noch mehr werden und die Städte wachsen ja. Wir sind ja mit allen Städten am Wachsen hier. Ja, auch wenn der jetzt hier zu wenig hat. So, hier ist erstmal alles noch gut. Ich glaube, wir waren aber letztes Mal schon rumgegangen und hatten geguckt mit Wachstum der Stadt, ne? Neubrandenburg, das wundert mich, dass das hier noch nicht größer ist. Ist auch so ein Umschlagsbahnhof, so wie Gütersloh. Ist auch nicht groß, ne? Größte Stadt ist irgendeine andere Stadt, ne? Ne, 27 Spieler nicht. Name auf Einwohnerzahl und dann auf viele zuerst. Ettlingen ist halt die größte Stadt, tatsächlich. Dann kommt Jena. Dann schon Gütersloh. Die haben jetzt dann doch zugelegt, wohl. Bad Mergentheim. Dann müssen wir das Fenster mal hier hin machen. Mergentheim hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Ist doch so eine Stadt irgendwo dazwischen, ne? Königsbrunn, seitdem die jetzt den Neuanschluss haben, werden die noch schneller wachsen wahrscheinlich. Oh, Bünde, das sieht schon schön aus, so verteilt hier mit den Häusern. Aber alle brauchen erstmal keine neue Bushaltestelle bis jetzt. Weil wir letzte Folge alles gemacht haben, oder? Köln passt. Ja, Bayreuth, das ist schon am Wachsen, aber nicht so dolle. Lüneburg ist jetzt auch nicht das Größte, aber da ist die Burg ja schon mal ausschlaggebend, dass da weitergeht. Da sieht das hier schon in Zweibrücken schon ein bisschen schicker aus. Mal gucken. Neubrandenburg hatten wir schon. Bad Zwischenahn ist ja auch relativ klein. So, Erlangen auf der Insel da oben wächst allerdings mit zwei Häuschen. Das geht. Ne, drei sind sogar. Da ist ja auch noch eins. Ja, Friedrichsdorf. Endbahnhof, der dann zur Verschiffung weitergeht. Wilnsdorf ist jetzt auch nicht so auf der Insel da das Größte, was da passiert, aber da haben sie die Burg wenigstens. Ja, Winenden, das wird. Also ich habe jetzt echt gedacht, dass Winenden auch das Schlusslicht ist, weil da absolut ja das Ende der Welt ist. Und Schwandorf hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, ist zwischendrin, ne? Hier geht's doch weiter, oder steht jetzt hier überhaupt keiner mehr? Doch, da sind noch Passagiere. Die wollen fast alle nach Schwandorf am Tore und so und dann noch nach dem Rathaus hin.
Wo sind denn die Kutschen hier? Diese hier? Sechs Passagiere. Drei Passagiere. Die wollen nach Schwandorf. Das heißt, eigentlich ist es so, dass da irgendwie noch was fehlt, ne? So interne Kutsche oder wir fahren mit dem Zug durch? Ach, das haben wir schon mal besprochen, ne? Ich glaube, wir machen mal hier den Bahnhof lang und verlängern die Linie. Ja, denke ich mal. Das machen wir jetzt. Der Zweck, ne, da war knapp daneben auch vorbei, ne? Zug ist hier, Gleise sind da. Der kann sich nach da, weißt du was, das machen wir auch erstmal, da verlängern erstmal bis da oben hin. Damit da nichts gebaut wird, sondern dass dieser Bahnhof verlängert werden kann. Und ja doch, wir machen hier raus. Und fahren bis da raus. Und setzen da einen Bahnhof hin, ne? Zweier passt. Dann müssen wir diese Linie noch anpassen hier, ne? Schwandorf, Wilnsdorf, Schwandorf, Festland, das ist Motorschiff. Wir sollten mal hier hingehen. Schwandorf Hafen, Regionalzug, wo ist denn der? Fahrzeugliste. Ach so, der Hafen da unten. Okay, das heißt Schwandorf Rathaus, Schwandorf Zweig. Dann machen wir nochmal Rathaus und dann hier hin. Und die Linie nennen wir nicht mehr Hafen, sondern Häfen. Weil der Hafen zu dem Hafen. Dann können wir hier schließen. Der Zug sollte jetzt da entlang fahren. Und jetzt müssen wir noch die Kutschen verändern. Also diese Linie. Ja. Da ist jetzt der Fahrbahn Schwandorf-Auengrund. Okay, der fällt dann weg. Jetzt fahren da natürlich gerade zwei hin, ne? Lass mal vorspulen. So, jetzt sind die beim Auengrund nämlich weg. Jetzt können wir auch den Halt wegmachen. Dann machen wir das Rathaus auch weg. Jetzt pendeln die nur noch diese zwei Stellen ab. Dann stellt sich noch die Frage, ob dann zwei Kutschen nicht eine zu viel ist, ne? Da sind jetzt jeweils sechs drin, die müssen wir noch laufen lassen. Schwandorf am Torer 7. Okay, da braucht man sogar tatsächlich zwei Kutschen für. Und die anderen fahren erst darum, wenn er vom Hafen wiederkommt. Wie viel sind da drin zurzeit? Zehner. Die fahren jetzt zum Auengrund, das passt erstmal. Der nimmt 37 mit und dann sind noch nicht mal alle hier abgeholt wahrscheinlich, ne? Ah doch, die Vierer sind nur da und er ist mit 34 unterwegs. Passt. Das passt schon hier. Regionalzug, Schwandorf, Hafen. Hä? Hab ich das nicht eben geändert? Rathaus, zwei Rathaus und da habe ich doch Häfen geschrieben, oder? Aber wahrscheinlich nicht Enter gedrückt, deswegen hat er das nicht übernommen. Da ist Lippstadt Hafen, ne? Okay, das ist, der läuft sowieso nicht so. Aber es liegt daran, dass Lippstadt so klein ist. So, das heißt, die Kutschen sind jetzt hier und da sitzen tatsächlich Vierer drin und hier sitzen sechs drin zum Auengrund. Und hier stehen noch vier Leute, die da auch noch hin wollen. Und hier stehen tatsächlich elf. Also sind schon mal reichlich, ne? Das sieht doch erstmal gut aus hier.
Gut, er fährt da unten hin. Gibt es denn welche, die er hier abholen muss? Oh, tatsächlich sogar mehr wie 62. Und kommen da noch mehr an? Nochmal 10. Und, aber da stehen jetzt keine, ne? Doch, aber die wollen nach zur anderen Richtung. Aber hier ist jetzt noch nichts, ne? Wo ist der Zug? Da, der kommt auch schon wieder. Hat nochmal 19. Okay, da läuft was. Und dieses Schifflein hier, das hier so rumdümpelt, was mit dem? So, das ist das schon. Hat niemand geladen. Hier stehen aber 16, die abgeholt werden müssen. Okay. Hier stehen 34. Achim, das heißt, die müssten eigentlich hier rüber. Wann fährt denn dieses Schiff dann? Seequerung passt. Ah, das sind regelmäßige Zeiten, alles klar. Lass mal gerade schneller laufen. Ja, jetzt nimmt er 16 wieder mit. Dann sind nur 18. Stellt sich jetzt gerade die Frage, ob er dann. Ist er dann nochmal? 7 dann nur noch? Aber warte mal, die. Schwandorf wollen ja weg, Wilnsdorf. Okay, ja, zweimal, ja, das ist. Wir lassen das so. Wie sieht es denn da mit dem Geld aus? Fährt ja auch noch schwarze Zahl ein. Passt. Jetzt fährt er gerade rüber und macht ein Minus, weil er nichts mitnehmen kann. Hier knubbeln sich die Kutschen da. Das Sinn macht, ne? Hätte auch Sinn gemacht, vielleicht da durchzuziehen. Auch so wie da oben mit dem. Wie viel stehen denn hier? 27 Erlangen, Erlangen, Lippstadt, Benennen, Friedrichsdorf. Okay, nur Friedrichsdorf. Zwei noch hier in diese Richtung. Kommen wir mit hin und da wird vielleicht sogar noch eine Kutsche gerade anhalten. Lassen wir erst so. Sieht erstmal gut aus, denke ich, oder? Ja. Blatt R hier, 44. Erstmal alles gut. 50. Kommt denn da Gegenverkehr? Tatsächlich. Vielleicht sollte man hier doch noch einen Ausgleichsweich haben. Ausgleichsweiche, so heißt das Kind, ne? Vielleicht fährt man auch hier hoch und dann da lang. Macht vielleicht mehr Sinn, oder? Von Bahnhofslänge natürlich nicht so dolle. Aber wir können das ja so machen und das als Ausweiche erstmal hinbasteln, ne? So geht's. Können die demnächst auch dann da sich noch begegnen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn mit einer Ausweiche mehr. Irgendwann haben wir sowieso zweistreckig überall oder so, ne? Und irgendwann begradigen wir das Ganze dann so, dass es auch hier durchgeht gerade. Passt natürlich überhaupt nicht. Aber ist auch nicht schlimm. So war das halt früher, ne? Da wurde der einfache Weg erstmal genommen. Gut. Erstmal läuft alles. Wir müssen jetzt gucken, dass wir noch, ja, noch mal vielleicht reingucken hier in die Linien, beziehungsweise Auslastung der Linien, beziehungsweise Haltestellen, ne? Wartend. In Neubrandenburg warten jetzt hier die meisten. Da kommt gerade aber ein Zug an. Der nimmt jetzt auch wieder mit. Jetzt fährt er weg. Jetzt stehen da noch 96 Leute. Achim, Bad Mergentheim, Bad Mergentheim, Schwandorf, Wilnsdorf, Wilnsdorf, Friedrichsdorf, Bünde. Alles, was nach oben will, bis dahin. Aber nach unten wollen genauso viele. Wenn nicht sogar mehr. Aber ob wir da jetzt. Nee, machen wir nicht. Also hier unten kommt ja jetzt der von da, der fährt da ja hoch, das passt. Aber hier oben ist natürlich tatsächlich der da weit, weit weg. Ne? Aber wir haben die Ausweiche gebaut. Vielleicht geht es dadurch jetzt ein bisschen schneller, dass der da hinkommt. Kommen natürlich auch mit voll da an. Wie wir stehen jetzt hier noch für unten. Ah, nur diese eine nach Lüneburg. Okay, das geht ja sogar noch. Hätte jetzt mit Schlimmeren gerechnet.
Kann noch mal schneller laufen, dass der hier vorbeikommt. So, der hat jetzt, holt jetzt gerade ab. Wir stehen danach noch für Norden. Gütersloh, Königsbrunn, Lüneburg. Ich glaube, die sind alle nach Süden. Ich glaube, es sind, ja, der ist ja auch nicht voll. Da passt das doch, okay. Dann geht das hier so weit. So, und er kommt jetzt mit Zweien hier an. Wilnsdorf, Rathaus, die wollen auch nach oben. Das heißt, er müsste ja gleich, wenn er jetzt nicht voll ist, was er nicht ist, dann passt das ja. Die, die jetzt hier stehen, wollen ja nach weiterfahren. Aber warte mal. Ach so, doch, der fährt ja in diese Richtung und nach der geht es auch noch. Nee, das ist auch noch alles gut. Und da kommt auch der, der dann nach da fährt. Das heißt, im nächsten Moment, wenn der Zug doch durch ist, ja, der setzt natürlich jetzt welche für nach Norden ab, ne? Dann können wir das auch nicht so sehen. Ja, da sind wieder viele da, aber das passt schon. Diese Bushaltestelle ist jetzt nicht das Maß aller Dinge. So, jetzt sind wir hier in Gütersloh noch. Da gibt es noch ganz viele Fahrgäste. Aber hier kommen ja auch, warte mal, die nach Norden, die nach Süden und die vom West nach Ost. Die Strecke kommt hier natürlich an, ne? Deswegen stehen hier auch am meisten. Und der fährt ja noch innenstädtisch intern. Naja, da ist ja auch noch Haltestelle. Da ist einer. Ja, ja, passt schon. Ja, wenn ich das jetzt gucke. Dieses ist eigentlich eine Haltestelle, die jetzt hier irgendwo sein müsste schon. Ne? Hier müsste schon eine Haltestelle für das Haus sein, weil das ist jetzt zufällig durch den Bahnhof abgedeckt. Naja, okay, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Dann der Mimi, da hattest du ja noch geschrieben, dass ich hier dann vielleicht auch zwei Folgen die Woche bringen soll oder sowas. Aber das Programm ist schon relativ voll. Ich müsste was rausschmeißen, was vielleicht passieren wird. Aber ob ich dann dafür was ersetze, weiß ich nicht. Ist auch mit der Zeit immer so eine Geschichte. Ich bin schon am Limit eigentlich und naja, wir müssen mal schauen, wie wir da weiterkommen. Alles klar, würde ich dann sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.